Ja, herzlich willkommen hier auf euren Gamskanal Survival und Hillip. Ich bin der Hillip und freut euch auf die zweite Folge Anno mit den guten Survival. Und ja, wir starten rein. Search and Destroy. So, so der muss da sein. Komm, wo bist du? Ich hab dich. Was haben wir denn bekommen? Schiffswerkzeugstruhe. Achso, das ist glaube ich ein Einmal-Item, glaube ich. Ja, genauer. Ah ne, das kannst du immer wieder einsetzen. Dauer 30 Sekunden, Aufladung 5 Minuten. 30 Geschick. Verkaufspreis 87.000. Was zum... Na? Also, Entschuldigung, Kaufpreis 87.000. Verkaufspreis 21.000. Ui. Das kann man mal machen. Kann man mal. Oh, ich würde sagen, das merken wir uns, falls wir mal schlechte Zeiten haben. Ja, da könnte man verkaufen. So, ich war dabei, meine Bäckereien hochzuziehen. Zieh sie hoch. So. Der Schnappes bleibt gleich. Das reicht uns nicht. Nee. Gleichbleibend reicht nicht. Wir wollen verkaufen, also brauchen wir immer eine leichte Überproduktion. Das stimmt. Hab ich mir von Volkswirten durchrechnen lassen. Also, und dann noch eine Schnappesbrennerei. Ups, was ist das denn? Damit. So. Okay. So, gleich haben wir 30 Tonnen Lehm. Brauchst du Lehm? Ne, Lehm brauche ich nicht, aber du brauchst, musst auch Ziegel liefern, ne? 30. Genau, deshalb frage ich. Ach ja, ja, Ziegel, nicht Lehm, ja. Liefer erstmal die 30, dann ist besser. Alright. Ist immer besser, wenn man es jetzt schon macht, das Event, dann guckst du irgendwann mal auf die... Läuft das Event überhaupt? Ah doch, klar. Da. Ja. Die Zeit geht echt schnell immer vorbei. Da denkst du, das ist, ja. Ja, stimmt schon. Ihre Majestät hat nur wenig Geduld. An ihrer Stelle würde ich mich... Was hat er? Nun, es ist trivial. Aber das wird sie kaum stellen. Auch eine Lieferaufgabe? Ne, für 2000 fahre ich nicht los, Alter, bin ich ehrlich. Was hat er? Was hat sie? Ich brauche einen Spezialisten hierfür. Ja, 4-6 klingt schon besser. Also die Mission machen wir nicht. Und die von dem Typen auf jeden Fall nicht. Erwarten Sie keine Gefallen mehr von mir. Hä? Was ist denn der jetzt so? Mein Gott. Treibende Flaschen mögen allein unverdächtig erscheinen, dass sie würden. Ich verurteile sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Das ist ein Typ. Ich verurteile sie zu dieser angemessenen Aufgabe. Ah, eine Abholaufgabe. Ja, können wir schon mal annehmen. Das Gesetz ist heute auf ihrer Seite.
Immer hasseln, hasseln, hasseln. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Was? Ach so, ja. Ja, in der Tat. Hat sie gemacht. Was? Bauern benötigen mehr, um ihre Rezepte zu verfeinern. Aha. Ja, danke für den Tipp. Müssen nicht unbedingt erfüllen, aber dann müssen... Wählen Sie ein Wohnhaus aus, um mehr zu erfahren. Was erfahre ich da jetzt? Mehl. Guck an. Also ist es eigentlich auch nicht schlecht, immer eine leichte Mehlüberproduktion zu haben. Für was? Ja. Die Leute brauchen auch Mehl. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Wenn ich das richtig verstehe. Okay. 4K, Ehre. So. Bereit für neue Befehle. Alles klar. Wir holen hier das Treibgut ab. Direkt vor seiner Haustür. Das ist 50 Meter für seine Haustür. Wie faul musst du sein oder wie reich, dass du dafür wen organisierst, Alter? Heftig. Sehr gut. Das ist ganz schön heftig. Krass. Ist denen doch egal. Und uns kommt es ja nur zugute. Ja, Cash ist Cash. Ja. Weil ich es in der Quest sehe, können wir denn schon die Silos bauen oder ist das der nächste? Wir können die schon bauen. Was macht der Schnappes? Der wird immer noch nicht mehr? Alter. Was? Was? Echt jetzt? Kann doch nicht noch mehr Knappes machen. Also, kann ich schon, aber. Ja, was wollen wir machen, wenn wir es verkaufen wollen? Krass. Müssen wir machen, ey. Müssen wir, kommen wir nicht drum herum, du. Oh, ich muss gleich mal wieder ein paar Häuser bauen. Yep. Mach ich sofort. Schon krass, die hat die Insel genommen, die da direkt vor der Piratenbase hockt, Alter. Die O'Hara ist schon... Ne, wie heißt die hier? Hole. Doch, O'Mara. Kein Respekt vor den Piraten. So, mehr Häuser. Mehr Bauern brauchen wir. So, das so. Jawohl.
Zack, hier kommen wir noch. Aha, Handel abgeschlossen. Ausgezeichnet. Oh, müsste hochgehen. Dann müssen wir mal gucken wegen Fisch. Oh, Fisch ist im Minus. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Hafen. Noch einen. Noch ein, eine Fischerei. Gut geborgen. Koordinaten eingezeichnet. Und auf zu Mr. Blackworth. Bleakworth. Wie auch immer man das ausspricht. Erlösen Sie mich? Ja. Wir erlösen dich. Alles scheint in Ordnung yeah. zu sein. Das Cash ist unser. Neue Befehle? Ach, guck mal, an den könnte man Kartoffeln verkaufen. Den seine Knastbewohner haben Bock auf Kartoffeln. Ja. Interessant. Ein besonders lukrativer Auftrag. Durchaus gefährlich. Du bist mutig. Du bist mutig. Was ist denn los? Das sind wir, würde ich sagen. Das trifft schon zu, auf jeden Fall. Finde ich. Holen Sie von Kahinas großzügiger Clipper ab. Kisten. Ich werde dir hierbei nicht die Hand führen. Kein Ding. Wird gemacht. Wird gemacht. Wir brauchen noch Bauern. Ja, ich baue gerade Weizenfelder, deswegen. Ah, alles klar. Soll ich das kurzerhand mal machen? Kannst du machen. Du baust so in 2x3, ja? Ja, entweder baue ich immer so immer 4 oder 3, also 6, 4 oder 6. Nachdem. Oh, warte mal, ist das da noch drin? Das ist das Marktplatz, ja. Wirtshaus wird eng. Okay. Oh, passt aber im Großen und Ganzen. Na, obwohl... Na komm, wir verschieben es mal. Alles in Ordnung soweit. Dann dürft ihr da nicht wohnen. Hier, komm mal her. Zieh mal dahin. Putz. So, jetzt beim leichten Plus. Gut. Was macht der Schnappes? Immer noch ausgeglichen. Das reicht uns nicht. Das reicht uns einfach nicht. Nein. Minute. Oh. Alter, so eine Mühle arbeitet 30 Sekunden. Dann brauche ich für eine Mühle brauche ich ja zwei. Für eine Mühle brauche ich ja immer zwei Weizenfelder. Krass. Könnte hinkommen. Ja. Du regelst das. Und zwar endgültig.
Bitte was? Warum klingt das auf einmal so kampfeslustig? Ist doch nur eine Lieferaufgabe, oder? Was soll das? Warte mal, was quatscht ihr uns überhaupt an? Wir machen gerade was anderes. Was soll das? Kriegen wir auch in der Zeit. Ich weiß das zu schätzen. Schätzchen. Ja, kriegen wir schon hin. Ich weiß das zu schätzen. Schätzchen. Ach, ich mag sie eigentlich. Vor allem, wenn sie immer so kleine NPCs wegmacht wie den Blackworth oder so. Das ist mal lustig. Ey, dieser Admiral Silver, ja, der hat die Insel besiedelt, ne? Aber der macht ja da überhaupt nichts. So ein Arsch. Ei, ei. Er wollte uns nur wegnehmen. Na, safe, Junge. Übel der Drecksack. Ja klar, jetzt müssen wir wieder runter und in dem Moment fahren da Piratenschiffe an unserer Insel vorbei, oder was? Na klar. Boah, das ist ja egal, ob die an unserer Dings, sag schon, an unserer Insel vorbeifahren. Oh, so. Jetzt habe ich wieder genug. Will ich den hochbauen? Hast du hier mal unsere Weizfarm angesehen? Ich finde das, ich habe das echt geil gebaut. Oben in der Ecke, ne? Rechts. Mhm. Oh ja. Mit den Windmühlen in den Weizenfeldern? Ja, doch. Das ist schon ziemlich geil. Sehr idyllisch. Wie konnte man denn nochmal rumlaufen? Kuh? Nee. Altkuh? Nee. Du hast etwas für mich. Ringkuh? Oh. Oh. Drück mal String und Q. Da hast du auch nochmal Statistiken. Habe ich gerade zufällig rausgefunden. Ja, die habe ich auch schon gefunden. Achso, okay. Ja, sorry. So, nächste Aufgabe. Aber ich bin noch nicht so gut drin, die zu deuten. Neue Befehle? Was war das? String Q. Sortieren nach Verbrauch, Produktion pro Minute. Sortieren nach Produktivität. Machen wir mal. Also die zweite Zahl ist die Produktivität. Die letzte Zahl ist der Profit, den wir damit machen. Oh, Kartoffeln machen wir ganz schön böse Minus, du. Aber das holen wir beim Schnaps wieder rein. Sieht okay aus. Sortieren nach Verbrauch / Produktion. Aha. Also pro Minute oder was? So, und das ist... Aha. Und der blaue Balken ist die Nachfrage und der grüne Balken ist die Versorgungslage. Ja, man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Doch, auf jeden Fall. Alter, wie weit die Piratenschiffe gefahren sind. Krass. Ei, ei. Wie sind wir überhaupt an denen vorbeigekommen? Lol. Hab ich nicht mitgekriegt. Muss ich erst jemanden schicken? Ja, ja. Dun, dun, dun. Volles Lager. Ich würde uns mal einen kleinen Hafen ausbauen können. Mach das. Ich bin noch an der Weizenproduktion dran, weil wir jetzt mehr Weizen brauchen, um diese Silos zu befeuern. Ja. Diese Silos geben Produktion plus 100%. 100? Also die verdoppeln die Produktion. Das ist ja krass. Ja. Das ist krass. Doch, das ist ziemlich krass. Das ist fett. Das ist krass. Fett. Ja, finde ich auch. Immer aber dieser Nervenkitzel, wenn alles glatt geht. Und dafür brauchst du halt viel Weizen.
Liefern Sie 10 Tonnen? Liefern Sie an Clipper 10 Tonnen? Geht Sie nichts an? Wie? Was für 10 Tonnen oder was? So heißt das Schiff, glaube ich. Ach so. Liefern Sie an Clipper, geht Sie nichts an? 10 Tonnen. Was für 10 Tonnen, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall geht es uns nichts an, was für 10 Tonnen. Wie geil. Meine Vögelchen hätten das längst erledigt. Ey, chill doch mal. Wir sind voll gut in der Zeit. Sind das 6 Minuten rum von der Quest und wir sind schon auf dem Rückweg. Mein Gott, ey. Ja, so ist er, ne? So ist er. Ey, die ist ja ganz schön anstrengend, die gute Frau. Ja. Armeeproduktion ist okay. Aber Weizen gefällt mir nicht. Weizen gefällt mir gar nicht. Du kannst ja mal kurz, bevor du alles Mehl verbrauchst, kannst ja mal kurz auf ein Bauernhaus klicken. Ja. Und dann, ich kümmere mich gleich um den Fisch. Und dann drückst du mal da auf Lebensqualität. Und dann kannst du ja mal sagen, ob du es auch so verstehst wie ich. Was du heute kannst besorgen. Alter, ist die nervig. Ach so, da kannst du Speisen, die kannst du aber verboten. Oder kannst du aber, okay. Speisen und Getränke, okay. Es ist nicht nötig, die Lebensqualität zu verbessern, um ihre Einwohner aufsteigen zu lassen. Aber wenn sie es tun, erhalten sie außerliche nützliche Bonis. Okay. Gut, dann wenn wir das. Wenn wir jetzt erlauben, dass sie Mehl, dann kriegen wir plus einen Bauern pro Haus und plus ein Einkommen, glaube ich. Ja. Das ist eigentlich voll OP, Alter. Du sparst damit so viel Platz. Weil das summiert sich ja, ne? Ein Bewohner pro Haus. Ja. Das läppert sich. Dass du da am Bauplatz sparst, auf die Masse das, gesehen. Das ist richtig. Heftig. Das ist richtig. Das ist geil. Das ist geil. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also. Und ich spiele schon eigentlich, ich habe früher auch viel Anno gestockt. Ja, ich hatte ja letztens erst. Du hast ja letztens. Mit einem Konsorten einen Spielstand über 4, 5, 6 Stunden. Ja. Nichts davon gesehen. Nichts. Ja. Und mit dir ja auch schon ein paar größere Spielstände gehabt. Ja, also das wundert mich, also, was man immer wieder entdeckt, ne? Könnte aber auch einfach neu sein. Was ist das? Aus. Da kriegen wir noch ein Item. Cool. Minus 10 Wartungskosten, Brandgefahr plus 20%. Ach du Scheiße. Das ist nicht wirklich worth, aber die Quest bringt fast 5000, also. Ich würde es machen. Lassen Sie mich nicht. Im schlimmsten Fall verkaufen wir das Item. 20% Brandgefahr? Ja, vielleicht. Aber Wartungskosten ist halt auch für gewisse Sachen, ne? Ja gut, in der Stahlindustrieabteilung, ne, ist schon krass. Na, wenn du da Wartungskosten hast, das ist, glaube ich, das kann auch rücken. Also wenn du wirklich auf. Ja, das stimmt. Und die Brandgefahr, baust du Feuerwehr daneben, ist fertig. Ja. Ja. Oder zwei im Notfall. Uns fehlen Waren. Weizen, immer noch. Müsste aber gleich zunehmen. Aber
Mahlzeit Minute. Auch eine Minute. Ich habe 4 Stück. 2 pro Mühle. Jo. Also ich habe das jetzt mal aktiviert mit Mehl, ne? Ja. Guck dir mal die Bauern. Wie die ansteigen. Alter. Was hatten wir vorher? Plus 50 oder so, ja? 100, wir hatten auch 100. Also wir haben. Alter! Na, also das Doppelte und machen auch mehr Profit jetzt. Krass, Mann! Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Na, wir müssen halt nur aufpassen, dass wir genug Mehl immer vorrätig haben. Aber das sieht ganz gut aus. Nimmt zu immer noch plus 1. Das ist in Ordnung. Wie sieht es hier aus? Brot haben wir auch. Seife. Haben wir eigentlich Schweineproduktion? Haben wir? Wie sieht es denn mit der Schweineproduktion aus? Produktion. 10 Schweine. Aber ich könnte ja auch hier Silos bauen und das halt auch beschleunigen. Silo! Wir kümmern uns hier um alles. Ist schon geil. Das ist, diese Funktion war es mir jetzt auch neu. Oder? Wusste ich vorher nicht. Auf jeden, ne? Ja. Gut. Fisch läuft astrein auf plus minus null. Voll geil. So, meine Weizenfarm ist auch fertig hinten. Nice. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ja. Für neue Befehle. Ja, doch. Ist schon ziemlich cool. Halt allein, dass die Gebäude da so drin sind, ist halt mega geil. Auch nicht so, weißt du, auch nicht alle so gerade, einfach nur Straße, sondern auch mal so eine krumme Straße in den Feldern. Ja. Find ich auch mal ganz cool. Das ist. Also wenn man ganz krass ist, dann hätte man die. Also ich wollte die nicht zu weit bauen, dann hätte man die Felder so ein bisschen noch mehr, dass die nicht. Das sieht das so aus, dass so hinten noch so viel Platz ist. Hm. Ja, weißt du, man hätte die noch ein bisschen weiter auseinanderziehen können, aber dann wären sie zu weit weg und hätten auch wieder zu langen Weg gehabt. Hm. Ja, stimmt schon. Das recht. That's true. That's fucking true. Geben Sie her, Sie Tölpel. Ja, entspann dich. Junge. Haben Sie auch alles? Nice. Gut. Und wie? Bravo. Und, Alter, wie redet der mit uns? Ja, oder? Geben Sie her, Sie Tölpel. Nein. Bravo, Hund. Was für ein Arsch, ey. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins und ab geht's. Wir nehmen das. Höhle Quest. Oh. Hüftbrüchiger. Mal keine. Etwas für alle, ja.
Mal kein Treibgut, sondern Schiffbrüchige. Schön, mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Was läuft denn bei den Kleidungen? Oh, ja, wir brauchen Kleidung. Ja, wir brauchen, Dings brauchen wir. Ich wollte das eigentlich mit den Weizen, mit den Weizenfeldern hinkriegen. Hm. Dass ich genug Weizen habe, dass ich nicht noch mehr Schaffarm brauche, weißt du? Hm. Ein Hof ohne Felder? Ich habe nochmal noch einen Marktplatz gebaut, ja. Ja. So, Schnappes. Unser alkoholisches Großprojekt. Schnappes bleibt wieder gleich. Es bleibt immer gleich. Was soll denn das? Nimm zu plus eins. Hm. Plus eins zum Verkaufen ist nicht gerade krass. Naja, gut. Okay. Das war mal so. Jo, jetzt. Jetzt läuft jetzt die Schafsproduktion auf 200%. Das geht ja voll ab. Mit den Silos, oder was? Mit den Silos, wenn du drauf guckst. 200%. Das ist krass, ey. Das ist echt heftig. Versteck die Flaschen, der Chef ist da. Arschlöcher, ey. Was soll das denn? Versteck die Flaschen, der Chef ist da. Kannst du dir nicht ausmalen. Seife? Ich arbeite dran. Alles klar. Jo. Dann würde ich mal zusehen bei unserer Bevölkerung, dass wir langsam mehr Arbeiter kriegen für zukünftige Stahlproduktion. Ja. Das können wir machen. Ich glaube, wir brauchen trotzdem noch ein Dingens quasi für Arbeitskleidung. Wie sagt man? Also einmal Schäferei und einmal Weberei. Ich bin dran. Ich bin dran. 38. Wirtshaus. Die Lücken in der Mitte, die sind dann für das Add-on-Material, ne? Ja, für, keine Ahnung, da kannst du, ich glaube, ich habe die Lücke zu klein gelassen, ich hätte noch eine Straße, ja, aber tendenziell kannst du da Gebäude wie Feuerwehr oder irgendwas reinbauen. Eine Kirche. Gut. Na, wenn du eine Kirche schon bauen kannst. Okay.
Ja. Ah, eine Kirche passt da nicht rein. Habe ich zu schmal gelassen schon. Meine Haare im Notfall machen. Kann man ja ein Wasser wegmachen oder so. Ja, muss die eine wegmachen. Dann. Oder ich würde das... Oder die Kirche kannst du, glaube ich, wenn du... Ich würde das Wirtshaus aber sowieso verschieben und in die Lücke könnte dann die Kirche. Das ist ja dann groß genug, denke ich. Schiff unter Beschuss. Was? Halt, warte mal. Wir sind krass. Mach die weg, Junge. Das könnte gehen, ja. Ja. Da ist er weg. Da holt sie dann ab mit dem zweiten Schiff. Blöde Seeräuber-Tante. So. So. Wie hast du denn diesen Platz eigentlich da gemacht? Mehrere Straßen nebeneinander. Ach, da wird da so ein Platz draus, ja? Ja, später können wir ja, kriegen wir ja auch so Bäume und so, da wollte ich dann Bäume hinpflanzen und sowas. Ach so, bei der dritten Straße wird dann so ein Platz draus, ja? Ja, genau. Ah. Na gut, bei der zweiten sieht's doof aus. Dann machen wir es ein bisschen schöner. Hier. Steinvorgaben. So, hier haben wir gesagt, Kirche könnte gut hinpassen. Dann lassen wir das frei und dann brauchen wir noch ein zweites Wirtshaus. Zack. Zaccaroni. So, das so, so, so. So, sind sie damit versorgt? Ja. Okay. Gut. Der Fisch. Was macht der Fisch? Geht noch klar. Okay, so. Weiter ausbauen. Oh. Brauchen wir. Krass. Das ist heftig. Da kannst du nichts machen. Jetzt brauchen wir Fisch. Ah, ich würde die Nutzfläche mit. Ja. Für eine Nutzfläche? Ich wollte eigentlich das anders kopieren, aber das hat nicht funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Thank you.
Admiral auf der Brücke. Admiral auf der Brücke. Bringen Sie frohe Kunde. Ich bringe frohe Kunde. Das macht mich froh. Das ist ein Typ. Neue Befehle? Allererste Sahne. Bei mir hat er halb angefangen zu singen. Holla Drio, das macht mich froh. Nee, bei mir hat er gesagt, allererster Sahne. Das macht ihn froh. Schön. So muss es. Oh. Alter, echt jetzt? Hat gerade einer 100 Tonnen Schnaps gekauft. Das ist, ist ja echt gut. Kleidung. Ja. Okay. Das sind 2K, ne? Ist in Ordnung. Assi, dass man die Preise nicht einstellen kann. 2000 für. Das finde ich auch nicht so. Also das wäre geil, wenn man auch einstellen könnte, welche Preise man kriegt. 100 Tonnen Schnaps, Alter. Was das eigentlich kostet? Hm. Boah, jetzt haben wir Schiffswerkzeugkiste bekommen. Die ist cool. 400% Selbstreparatur, aktive Heilung. Ihre Gebäude und Schiffe reparieren sich selbst, sogar während des Kampfes. Boah. Das ist ja komplett broken. Cool. Boah. Krass. Dark. Darkes Ding. Das und die Maat, ey, und unser Schiff geht richtig fit gerade, ey. Übel. Mhm. Übel. Schönen Tag auch. Schönen Tag auch. Ah, wenn ich so einen schönen Bauer. Ich versuche ja alles so schön zu bauen. Hast halt auch nicht so viel Platz da in der Ecke, ne? Ja, das ist es ja. So relativ beengt. Vielleicht. Vielleicht weichst du mit einer Produktion hier auf die Ecke hinter der Lehmgrube aus. Obwohl, nee, das geht nicht. Da ist ein Eisenvorkommen. Obwohl, wir haben 2. Ja, also könntest du da theoretisch hin. Wenn du würdest wollen. Ich guck mal. Ich glaube, ich krieg das schon irgendwie hier. Super geil gebaut irgendwie hin. Alles klar. Der Tryhard. So. Ach so. Ja, wir brauchen. Ah, ich hab's vorhin ausgerechnet. 320. Über den Daumen gepeilt. 320. Gut. So.
Okay. Der Grundstein steht. So, du, ich müsste dann auch langsam ausmachen. Richtig. Ja. Ja, ich würde dann, können wir die Folge hier auch beenden, ne? Würde ich sagen. Ich würde mir noch 6 Minuten geben, dann sind wir genau bei 1,5 Stunden, dann können wir 3 Folgen draus machen. Ja, machen wir. Mach das in der Ecke mal noch fertig, weil ich glaube, das nächste Mal denken wir vielleicht nicht dran. Mhm. Weil die Kleidung wird wirklich langsam dünn. Ja, ich weiß, was du meinst. Und nicht, dass wir dann spontan das nächste Mal was ausbauen müssen und dann können wir nicht wegen Kleidungsmangel. Lager voll. Ah, Lager quasi voll. Ach ja, das bringt auch 100 Lager. Aber wir haben keine Handwerker, können wir da nicht machen. Okay. Und wieder Schnappesverkauf. Der gute Schnappes. Zu viele Änderungen, 10. Hoffe ich. Ich guck mal nach der Zeitung, ja? Ja, kannst du machen. Was heißt hier, Stadt wird hässlicher, seid ihr nicht in Sauber? Hardiff hat sich gehen lassen. So einer der vielen Besucher, die meinen, die Stadt habe ihren Reiz verloren. Reiseveranstalter kratzen sich am Kopf und meinen, irgendwas müssen wir tun können, damit sich die Drehkreuze wieder drehen. Aber wir haben 2 positiv, die Stimmung hochmachen und das ist 1, was Stimmung runtermacht. Also gehen wir mit +5 Stimmung raus. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem was anderes machen können. Nämlich, wir nehmen das Einkommen. Wir schreiben etwas. Dichterische Freiheit. Ja, dichterische Freiheit, so würde ich das auch nennen. Kaufen, kaufen, kaufen. Wenn wir etwas kaufen, macht uns das glücklich. Also kaufen Sie jetzt und vermeiden Sie es, Ihrer Herzallerliebsten später zu enttäuschen. Wer weiß, Sie könnten morgen einen Unfall haben. Also geben Sie das Geld aus. Hm. Als sei heute Ihr letzter Tag auf Erden. Ja, finde ich gut. Der Pöbel ist zufrieden, wenn man es ihm oft genug sagt. Er befürwortet das richtig. Er liebt Propaganda. Heilige Scheiße, +5. Schön, da ist ja mein Reinscheißen wieder wettgemacht von meinen Einschmeichelversuchen. Schön, finde ich gut. Holy shit, ey. So, ich bin gleich durch. Cool, 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 cool. Da haben wir die Wolken ja nicht. Die Wolken werden dann als nächstes eine mit Paprika. So, ich... Ja, das sieht gut aus. Das mag ich. Ja, das.
Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Oh Mann. Jo, also ich denke mal, wir werden erstmal keine Probleme haben. Ausgezeichnet. Gucke gerade gar nicht. Geht auch schon wieder hoch. Sehr geil. Ich hab auch so... Es sieht echt gut aus mit den Schafen, glaube ich. Kann man so machen. Oh, das kann man so machen. Das sieht echt gut aus. Doch. Finde ich auch. Sehr nice den Raum ausgenutzt, auf jeden Fall. Das ist wirklich... Wirklich effektiv sein Vater, ey. Geil. Ja. Gut. Dann machen wir hier... Ja, alles klar. Schluss, ne? Ja. Willst du noch ein Outro machen oder so, oder lässt es? Ja, wenn du willst, quatsch ich jetzt spontan was rein. Ja, dann quatsch mal du rein. Ich hab Intro gemacht, du kommst Outro. Ach so, läuft das hier. Gut, Kommunist. Ja, aber bisschen kommunistisch, aber ist okay. 3, 2, 1. Ja, liebe Freunde, das war jetzt der erste Teil, beziehungsweise die ersten drei Videos von unserer ersten Aufnahmesession, könnte man sagen, von Anno 1800. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sind natürlich jetzt am Anfang sehr, sehr konzentriert. Wenn die erste Insel so alleine läuft, dann quatschen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr und auch ein bisschen mehr Trash-Talken, so wird da ein bisschen unterhaltsamer. Und natürlich eure Anregungen, die werden uns auch unterhalten und wiederum für Gesprächsstoff sorgen. Also bringt den ganzen Karren mal ein bisschen mit zum Anlaufen mit uns gemeinsam. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Kommentiert, gebt uns Tipps, lobt uns. Ja, Lob ist immer gern gesehen. Toll, wie ihr da unten den Raum mit den Schäfereien genutzt habt. Klasse, eure Questbearbeitung. Eure Weizenfelder sind absolut Premium. Ja, sowas absolut in die Kommentare rein. Und ich will es auch gar nicht weiter schnacken, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut da rein, lasst es euch gut gehen. Ja, und gehabt euch wohl!